Zunächst einmal eine Erklärung, die, glaube ich, die müssen wir hören, einfach mal ein bisschen zu verstehen, was Jesus meint mit diesem Bild. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Was ist mit diesem Nadelöhr gemeint? Ganz sicher nicht die Nadeln, die unsere Frauen, die Großmütter gebraucht haben, um zu nähen. Um dieses Nadelöhr geht es nicht. Wir müssen wissen, dass es in der Stadtmauer Jerusalem große Tore gab und es gab kleine Tore, enge Tore. Jesus sagt auch, geht durch das enge Tor. Und diese engen Toren waren dazu gedacht, dass nur ein Mensch, nur eine Person hindurchgehen konnte. Aber die großen Tiere konnten nicht da durchgehen, also Kamele konnten nicht hindurch. Jetzt können wir uns schon ein bisschen besser vorstellen, was Jesus meint. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, es könnte sich doch vielleicht ein bisschen quetschen und dann hindurchkommen, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Damit sagt Jesus, trotzdem ist es dann noch schwerer für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Und liebe Brüder, dieser junge Mann war voller Eifer. Er hat Jesus bewundert und er hat gesagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er spricht vom ewigen Leben. Und dann zählt Jesus die Gebote auf. Und wenn wir dann hören, wie Jesus die Gebote aufzählt, dann müssen wir doch sagen, ja Jesus, du bist Gottes Sohn? Kennst du überhaupt alle Gebote? Du hast sie nicht alle aufgezählt. Jesus hat wirklich nicht alle Gebote aufgezählt. Also, nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, keinen Raub begehen, Ehre Vater und Mutter. Und er sagt sie auch noch ein bisschen durcheinander auf. Und dann sagt dieser junge Mann, Meister, ich habe das alles befolgt. Ich habe es befolgt von Jugend auf. Ja, er hat es befolgt von Jugend auf. Und dann sagt Jesus zu ihm, weil er ihn liebt, eines fehlt dir noch eins. Und was ist das? Was ihm fehlt, ist die Nachfolge Jesu, dass er mit Jesus geht. Und dann sind wir bei dem ersten Gebot. Liebst du mich mehr, hat Jesus den Petrus gefragt, als dieser, als diese Menschen. Und hier würde Jesus sagen, liebst du mich mehr, als deinen Besitz? Bin ich dir wichtiger als alles Gold, als alles Materielle, was du vielleicht aufgehäuft hast? Und Jesus wird dasselbe zu uns sagen. Bin ich dir wichtiger als dein Besitz, als alles Geld, auch als deine Verdienste, als alles Gute, was du schon getan hast? Bist du mir wichtiger als deine Frömmigkeit? Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Frage Jesu. Wer ist der Wichtigste, nicht das Wichtigste, sondern der Wichtigste in deinem Leben? Und im Buch der Weisheit haben wir gelesen, keinen Edelstein stellt dich dieser Weisheit, stellt dich Gott und seinem Geist gleich. Alles Gold erscheint wie ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so viel als Lehm, also nichts Wertvolles. Und dann kommt etwas, was in unserer Zeit etwas sehr, sehr Wichtiges ist und was das Buch der Weisheit sehr schön auf den Punkt bringt, den Punkt unserer Zeit. Ich liebte sie, oder ich liebte Gott mehr als Gesundheit. Ja, wer ist denn in den letzten Monaten, ja, vielleicht auch Jahren, aber jetzt noch mehr zugespitzt, der Wichtigste oder das Wichtigste geworden, wie ein Gott, wie ein Götze. Gesundheit. Und im Namen der Gesundheit wird jetzt so vieles getan, wird so viel jetzt gesperrt und verboten und geboten und so weiter. Im Namen der Gesundheit. Das ist nicht Gottes Name, die Gesundheit. Gottes Name ist größer. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit. Auch das war lange Zeit und ist auch jetzt noch ein Renner. In unserer Zeit, in unseren Breitengraden, die Schönheit, fit sein, braun gebrannt sein und so weiter, Waschbettbraun, wie nennt man das alles? Das ist
wichtig bei uns? Ist Gott mir wichtiger als alles diese Äußerliche? Jesus sagt, verkauf alles, lass das alles und dann folge mir nach. In Luxemburg sagt man, für Personen, die übertrieben fromm sind oder ihre Frömmigkeit zur Schau stellen, sagt man, sein Heiligenschein ist so breit, dass er nicht durch die Tür hindurchkommt. Ja, das kann schon sein, dass manches von unserer Frömmigkeit auch andere Menschen Anstoß geben kann und nicht so wirklich ist, wie wir es haben möchten oder scheinen möchten. Sein oder scheinen. Jesus nachfolgen, darum geht es. Es geht auch nicht darum, jetzt einen Heiligenschein zu jeden Morgen zu bügeln, zu polieren, zu glätten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, unser schlechtes Gewissen zu polieren. Und ist unser Reichtum, ich rede jetzt für uns Gläubige, ich rede nicht für die anderen, ist unsere Frömmigkeit nicht manchmal auch mit Hochmut verbunden, mit Stolz, mit einem Herabschauen auf anderen? Jesus hat die Pharisäer immer wieder ermahnt. Es gab sehr gute Pharisäer, die demütig waren, die gab es auch. Wir dürfen nicht alle in einen Topf werfen. Das wäre nicht richtig. Jesus hat das nicht getan. Er hat nicht gesagt, alle Pharisäer sind böse, sind schlecht, sind Heuchler. Hat er nicht gesagt. Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir den Herrn, dass wir klein sein können. So wie Gott sich klein gemacht hat, um zu uns zu kommen. So wie Maria sich klein gemacht hat, um Gott aufzunehmen, um ganz für ihn da zu sein. Verkauf alles. Lass das Ganze. Wir werden jetzt nicht alles verkaufen gehen, aber wir werden die Prioritäten neu setzen. Das können wir tun und werden wir tun mit der Gnade, die Gott jedem schenkt, der ihn darum bittet. Ich betete, heißt es im Buch der Weisheit, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Möge es so für uns alle sein und bleiben, dass wir uns darin entwickeln, auf die Fürsprache Mariens und ihres unbefleckten Herzens, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unter deinem Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Du glorreich, unsere Leiter, unsere Frau, unsere Mitarbeiter, unsere Fürsprecherin, versöhne uns.